Schilde hoch! Boah, die gehen auch mit Oberdeck. Check. Oh, 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 die letzte geht rein. Ah! Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, was ist das denn? Kein Star Citizen? Ja, wir sind bei Dreadnought. Im Sinne, wir feiern jetzt mal die 10k und wir feiern sie mit euch. Weezen und ich, wir sind in der Closed Beta von Dreadnought gelandet. Ja, Weezen, und was erwartet uns jetzt hier? Spannende Schiffsgefechte, würde ich sagen, auf einem Planeten oder über der Planetenoberfläche. Ich habe hier so ein Dreadnought, so wie das Spiel auch heißt, tatsächlich relativ schwer bewaffnet, aber ein schnelleres und leichteres Modell in der Kategorie mit schweren Breitseiten bestückt, hier Plasma Broadswords und da hat der Repeater Guns noch zur Auswahl und Raketen natürlich sind auch dabei, also eine ganze Menge Equipment. Das ist auch sehr wichtig im Spiel. So ist es. Ja, ich hingegen habe einen Tactical Cruiser. Das ist in dem Fall ausgestattet als ein kompletter Heiler eigentlich. Das heißt, was ich machen werde, ist versuchen, die ganzen Kampfkräftigen hier bei Laune und vor allem bei Gesundheit zu halten und werde mich also immer bei Gewiesen irgendwie in die Deckung wagen, denn ich habe nicht sonderlich viele defensive Kapazitäten. Ich muss wirklich auf mich aufpassen. Und jetzt geht's auch schon los. 3, 2, 1 und go! Ja, mal sehen, gegen wen wir da antreten, wa? Ich habe schon ein bisschen rübergelunzt und ich glaube tatsächlich, das sind wieder relativ starke Spieler, aber wir werden es gleich sehen. Ja, wie gesagt, Closed Alpha momentan bleibt beim Beta. Auf Beta, Closed Beta, danke dir. Bleibt up to date, denn hier könnt ihr bei uns jetzt immer wieder bis zu unserem 10k Livestream am 15.10. Keys gewinnen für die Closed Beta. Ja, und los geht's jetzt. Also, ich habe schon mal die Autobeams aktiviert. Das ist sozusagen so eine automatische Heilung. Wir schleichen uns an. Kriecht jetzt hier durch den Canyon. Mit diesem Riesenschiff. Ich liebe die vom Design auch. Die ist so schön flach. Man kann sie ganz gut für den Dreadnought, kann man sie ganz gut verstecken auch. Ja. Oh, Feind voraus. Back. Was eine Korvette, Korvette, Vorsicht. Auto, Cannon ist an. Hab Sichtkontakt verloren, da ist sie wieder. Ja. Ja, die sind sehr schnell. Können trotzdem tatsächlich relativ großen Schaden anrichten. Dein Schild ist noch an. Ja. Danke, hab's gerade ausgemacht. Ja, der ist abgehauen. Aber er hat uns aufgeklärt auf jeden Fall. Ja. Und da ist ein Artillery Cruiser auch irgendwo voraus. Und da kommen sie jetzt alle als Masse. Vorsicht, hinter dir ist einer, ein Dreadnought. Ja, also, vor mir auch. Ja, ich lasse ihn jetzt mal über mir vor, der ist nämlich schwerer gepannt. Ah, ne, ist auch ein Invictus. Ist auch ein Invictus, ja. Oh je, jetzt hat er seine Plasma Broadside aktiviert. In den Berg gesetzt. In den Berg gesetzt, ja. Wir haben ihn auch fast. Ja gut, der ist hin. Ja. Der erste. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr hoch. Ich leg mal den Rückwärtsgang ein bisschen. Vorsicht. Ja. Du bist auch gleich wieder fit. Sehr gut. Ich mach die Autobeams an. Der schießt so ein bisschen ins Blaue gerade, aber da oben ist einer. Was ist denn das schon wieder? Oh, das ist ein Artillery Kreuzer, das ist gar nicht gut. Artillery Cruiser sind hier sozusagen die Damage Dealer, wenn man so will. Hinter uns, shit! Ja, hab ich gesehen. Wir haben ihn, ich hab ihn. Ja, danke. Vorsicht, du wirst trotzdem noch. Nee, alles gut. Nee, das geht über mich hinweg. Na, bis jetzt können wir ja die Position noch halten, aber wir sind ein bisschen hier verschachtelt mit dem Artillery Kreuzer voraus. Ja. Ich versuche mal nach rechts ein bisschen abzu. Ja, wir haben noch einen zweiten Tactical dazu bekommen gerade. Pink Unicorn heißt der Mann. Gut. Oder die Frau. Ja, er ist out of range. Der Tactical. Der Artillery-Kreuzer. Ich weiß nicht, okay, Raketen kann ich abschießen, aber es wird nicht viel bringen auf der Distanz. Oh, da kommen Jäger rein, glaube ich, feindliche. Oh, da kommt die Korvette wieder. Über uns. Ich werde gleich Hilfe brauchen, wahrscheinlich. Ja, ja, du wirst schon repariert. Ah, dieses blöde Teil, es macht deine Drohnen kaputt.
Bin zu lahm, um ihn einzuholen. Da ist er. Verdammt. Wir haben ihn. Weg. Gut. Kommt Atomrakete. Ja, check. Habe ich. Schild ist aktiv. Oh, diese blöde... Ich gehe mal eine Strecke weiter ein bisschen. Der Winkel ist blöd, in dem wir hier fliegen. Jetzt, wir bräuchten jetzt selber eine Korvette, die immer Jagd macht auf den blöden Atomkreuzer. Mhm. Oder wir arbeiten uns eine Spur vor. Da ist noch eine Korvette direkt an Backbord. Ja, ich sehe sie. Ich hab sie. Ja, die ist zerstört. Gut. Ah, shit, jetzt sehe ich den Artillery Cruiser. Dem anderen von uns kann ich nicht mehr helfen. Der ist um die Ecke. Vorsicht, noch eine Korvette. Nummer. Okay, wo ist sie denn? Ich sehe sie noch nicht. Die ist jetzt... Oh Gott, ich muss hier weg. Ist gar nicht gut. Oh, Kegel. Die uns hier dicht machen. Aber gut, sie kommen auch nicht vorwärts. Die kommen auch nicht rein, ja. Eigentlich müssen wir die Position ein bisschen verlagern. Ah, da ist die Korvette, ich sehe sie. So, mal ein bisschen Afterburner rein. Macht er nämlich auch gerade, er müsste eigentlich direkt vor mir rauskommen gleich. Kannst du ein bisschen folgen? Ja, also, versuch's gerade, ich bin hier ein bisschen eingekesselt. Ah, er ist abgehauen, glaube ich. Doch, er kommt wieder. Und kriegt eine Breitseite. Ah. Ja, du bist ganz alleine, Wiesen, da hinten, ne? Ich komm dir zwar gerade hinterher, aber... Wette. Ich sehe ihn nicht unterm Schiff. So ein aufdringliches kleines Vieh. Mann, ich komme zurück zu euch. Der haut immer ab. Dieser blöde Artillery Cruiser, ja. Ja, da ist die Korvette wieder leider. Oh, das war knapp. Das war knapp mit der Atomrakete hinter mir. Und nochmal. Schild an. Letzte Sekunde. Ich will nur nicht, dass mir jetzt diese blöde Korvette wieder in den Rücken fällt, im entscheidenden Augenblick. Da oben, dieser Artilleriekreuzer ist ganz schlecht. Ich setze mich wieder hier nach vorne ein Stück, ja? Mhm, bin direkt hinter dir. Oh, das waren zwei Atomraketen. Ja, aber ich lebe noch. Ich auch und ich kann die Schnauze beschießen von dem Gegner. Ich kann nur keinen Schadensbalken sehen. Jetzt. Oh je, wir haben einen von uns verloren. Gib gerade alles, um ihn kaputt zu machen hier. Oh, nicht jetzt laden. Nicht jetzt laden, Freund. Nicht jetzt nachladen. So. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay, ich versuche sie reinzukriegen. Leider muss ich rückwärtsgang. Der ist weg. Korvette ist weg. Sehr gut. Oh, das riecht gut. Jetzt habe ich die Artillery-Kreuzer wieder an mir dran. Ah, die Gora versucht uns rechts zu umgehen. Ich drehe mal gerade hier nach rechts rein ein bisschen. Mhm. Wir müssten diese eine Korvette bräuchten wir zum Abfangen. Du bist, glaube ich, im Feuer. Ah, ne, ist der andere. Der stellt sich da dem Feuer vor dem Artilleriekreuzer. Auch mutig. Ja. Versucht ihn gerade irgendwie am Leben zu erhalten. Da kommt eine Korvette rein. Mhm. Aber im Frontalanflug, die dreht ab. Das war ein gutes Gefühl, was ich hatte. Shit, Atomrakete. Aber ich habe es überstanden. Ich auch. Da kommt ein Feind rein. Jetzt geht In Legend weg. Wenn er sich noch weiter vorwagt, dann ist er weg. Ich werde hier ein bisschen Hilfe brauchen. Die versuchen mich gerade genau da, wo ich mich hingestellt habe, versuchen sie durchzukommen. Aber die Raketen gehen, glaube ich, alle fehl von ihm, ja. Was ist da hinter uns los? Die Korvette kommt hinter uns.
Ah, vor uns kommt der Dreadnought. Ich muss gegen den Dreadnought kämpfen. Ich bleib hier stecken, blöderweise. In dieser Durchfahrt, ist auch geil. Oh je. Jetzt kommt der Dreadnought. Jetzt darf er mich nicht ins Ziel bekommen. Wir haben ihn gleich. Ja, wir haben ihn. Sehr gut. Hinter uns ist Fez, die Korvette. Ich flieg mal zurück wieder. Über uns ist der... Ah, okay, gut, den erwische ich jetzt aber. Den Artillerie-Kreuzer über uns. Ich glaube, der war zu dreist. Nicht abhauen jetzt. Hab ich. So. Der andere ist zu weit weg, der andere Artillerie-Kreuzer, glaube ich. Ja. Oi, 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 oi. Da kommt wieder ein Angriff von vorne. Mhm. Also von der rechten Seite kommt ein Angriff, ne? Ah, Nuke ist gestartet, Fall etliche. Schilde hoch. Boah, die gingen auch mit Oberdeck. Check. Oh, die letzte geht rein. Eine Rakete ist reingegangen, noch von dem ganzen Schwarm. Genau in die Schnauze, sah sehr geil aus. So, mal Überblick behalten. Wir führen ja. Da ja, kommt die Korvette. Die Korvette, check, habe ich. Ja, die ist in meine Broadside rein. Ich glaube, er ist weg, oder? Nee. Ist nicht weg. Jetzt ist er weg. Er hat zerstört, danke. Oder du? Ich weiß es nicht, egal. Nee, ich habe einen Assist gekriegt, das warst du. Rakete! Check. Oh Gott, wo schlagen die denn ein? Wohin sollen die denn überhaupt? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was die Jungs da vorne machen mit diesem Artillery-Kreuzer. Ja, keine Ahnung. Ich weiß. Ich guck jetzt hier nochmal rechts um die Ecke, ja? Mhm. Sehe ich. Ja, ich habe hier ein Schussfeld auf jemanden. Der startet nämlich mal die Raketen. Hier ist ein Dreadnought dahinter. Okay. Da ist Atomrakete gestartet, glaube ich. Atomrakete. Check. Ja. Nichts abbekommen. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier raus. Ich muss hier ganz dringend raus. Da ist auch ein... Der Artillery-Kreuzer, der sperrt hier echt die... Die Vektoren. Der ist gut aufgestellt. Oh, au, weia. Holy shit. Ja, aber er hat nichts abgekriegt. Nö. Ja, die Gora will es jetzt alleine anlegen mit dem. Ich versuche ihm zu helfen. Da kommt eine Korvette. Ach, verdammt. Wo ist sie? Da, ich sehe sie. Na, der wird doch gleich wieder auf uns schießen mit seinem Artilleriekreuzer. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Harter Kampf, harter, ja. Harter Kampf. So, Energiemanagement haben wir noch gar nicht erklärt, aber man sieht es ja die ganze Zeit. Mit E... Wählen wir aus Vollspeed, Schild oder mehr Waffenenergie? Oh, so. Da ist dieser Invictus schon wieder. Ja, alleine ist das jetzt hier blöd. Jetzt nee, geh mal. Genau. Komm mal wieder zurück hier zu uns. Atombombe. Abgefeuert von dem Gegner. Check. Schild an. Schilde sind oben. Da kommt sie ja, bei mir natürlich. Kommt bei dir hinten. Schilde halten. Leisure. Die Korvette ist da hinter uns. Achtern. Check. Wo ist der hin? Mittendrin ist der in der Gruppe. Haben yes, wir. Der ist weg. Sehr gut. Ich bin entwickelt mich zum Korvettkiller. So, jetzt gehe ich mal oben auf Black Sound. Ich glaube, ja, die Simney braucht dringend Hilfe, ne? Aber siehst du ja.
In Legend bin ich gerade dran, der braucht eine Mission. Ja, das ist die Simene, glaube ich, ne? Der schwere Dreadnought. Ja, ja, genau. So, Black Sound taucht ab. Ich versuche ihn zu jagen, ja. Ich versuche mal was. Okay. Ein bisschen Bewegung ins Spiel zu bringen. Oh, kann den nicht. Kann den nicht mehr lange am Leben erhalten, wenn der sich weiter so vorlegt. Oh, fuck, hier ist die ganze verdammte Royal Navy am Start. Ja, ich hab ihn. Jetzt brauche ich gleich Hilfe. Wo bist denn du? Oh, ich hab mich gerade böse verkeilt. Ich weiche gerade in Schlangenlinien rückwärts einem scheiß Atemrekorder aus. Aber ist alles super, alles gut, alles gut. Konzentriere dich auf die Leute, die es dringender brauchen. Okay. In Legend ist hier irgendwie ein Dauerfeuer. Und ja, ja. Der Pink Unicorn ist auch an dir dran. Also der heilt dich gerade. Gut. Ja, irgendwie, wir sind hier in einer blöden Situation, aber irgendwie bleiben alle anderen immer hier sitzen. Ja. Eigentlich müssten wir uns ein bisschen bewegen. Na gut. Dann nochmal die Vulture-Raketen raus. Jetzt bewegt sich der Artilleriekreuzer. Ah, da kommt der Gegner wieder, Blade. Oh, jetzt machen sie Druck hier mit zwei Artilleriekreuzern. Mhm. Ich würde mich hier zurückziehen, ehrlich gesagt. Ich würde ja abhauen jetzt, dem Steilfeuer. Okay. Stück einfach, entweder nach rechts oder Stück zurück. Aber wir sind jetzt hier gerade komplett. Atomrakete ist raus. Macht keinen Sinn, sich hier zu feuern zu lassen von den Artilleriekreuzern. Kommt die Atomrakete? Ja, check. Sieht aber gut aus bei euch da unten. Muss ich wieder abhauen, ey. Das kann ich auch, Freundchen. Wir bräuchten ein bisschen mehr Korvetten. Also zumindest eine wäre geil, ne? Mhm. Ja, es bringt doch nichts, sich da aufzuhalten. Würde eigentlich gerne eine Stunde. Oh, jetzt hat der Artilleriekreuzer hat mich aufgeschaltet. Hau ab da, hau jetzt ab. Ja, bin schon weg. Bringt überhaupt nichts. Ey, wei, wei. Ich krieg da nicht eine volle Raketensalve ab. Mhm. Okay, jetzt kriege ich jetzt auch noch hier Feuer von dem Artillery-Kreuzer. Das ist ganz schlecht. Ja, du bist aber full health. Aber nicht mehr lange, wenn es so weitergeht. Tauch mal ab, ja? Mhm. Mach mal eine Runde. Oh, wow. Da kam keine Warnung. Gut, ich drehe einfach eine Runde, ja? Ja. Noch eine Raketensalve gegen mich. Also wir müssten mal, aber unsere Freunde bleiben da mal sitzen, ne? Ja. Weiß nicht, was sie da erwarten, da unten in der Ecke. Die werden auch gerade umrundet von dem Artillery-Kreuzer, ne? Okay. Ja, ich sehe es da hinten, ja. Markier den mal. Der ist zu weit weg für mich. Ich kann höchstens jetzt Sprinter einlegen und Vulture-Raketen rausfeuern. Weil wenn die aus dem Winkel auch noch anfangen auf uns zu feuern, dann haben wir echt ein Problem. Richtig. Ja, der ging fehl, Freund. Der nicht. Oh je. Na. Kannst du mir helfen? Na, wahrscheinlich nicht. Ja, ja, ich bin da. Ich bin da, aber... Komm, den müssen wir doch jetzt erwischen. Den haben wir gleich. Da haben wir! Sehr gut, ich habe ihn erwischt. Da haben wir noch einen auf der anderen Seite. Den haben wir die ganze Zeit da. Ja. Der steht auch echt so frei. Davor ist die Atomrakete ist raus. Feindliche. Check. Die geht bestimmt auf mich wieder. Schilde an. Check. Oh, sorry, ich schieb dich weg, glaube ich, gerade. Nö, das ist der andere.
Ich weiß nicht, wie wir diesen blöden Artillery-Kreuzer... Eigentlich müssen wir uns auf die anderen Schiffe. Der Tactical guckt gerade vor. Der feindliche Tactical guckt vor. Okay. Sehr gut. Und der Artillery-Kreuzer ist gerade mit dem anderen beschäftigt. So, meine Jupiter-Guns einpacken. Die machen mich mehr Schaden. Zack! Den hat der Legend erwischt. Jetzt müssen wir diesen blöden Artillery-Kreuzer da wegkriegen. Ich versuch's aber von der anderen Seite, ja? Mhm. Ich hätte es immer nur von der einen Seite. Ja, ich merke das. Aber das ist auch ein Strike-Cruiser quasi, dieser Dreadnought hier. Der wird für Strike-Gruppen eingesetzt, für Angriffsgruppenverbände. So, Blade habe ich. Ich glaube, das ist ein anderer Invictus. Okay. Ich komm mal in den Kanal rein zu dir. Ja, mach mal. Es wird jetzt darauf ankommen, wer mehr Ausdauer hat. Ja. Die Sprüche. Ja. Der zieht sich zurück. Ich bin direkt hinter dir, ja. Ja, fliegt leider aus dem Reichweite raus. Aber egal, ich nehme Black Sound nämlich mir als nächstes vor. Atomrakete ist raus. Vorsicht, Jungs. Mhm. Ja, wir haben einen, glaube ich, oder? Sehr gut. Schilde oben. 90. Jo, die Schilde sind oben. Hat mich aber nicht. Jetzt haben wir mal einen Durchbruch hier. Ich bewege mich weiter vorwärts. Ja. Jetzt erwischen wir sie doch vielleicht noch. Oh, 14 Sekunden läuft das Match nur noch. Oh, 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 oh. Dann ist es ein Draw. Oh je, ja. Dann wird es ein Draw. Das werden wir nicht schaffen, glaube ich. Das wird noch, der, ist aber noch 10 ärgerlich. Punkte. Ja, schade. Oh, wie ärgerlich. Ja. Nein! We failed! Ja. Ein Draw. Was soll man sagen? Aber wir waren echt punktemäßig deutlich besser. Ja, doch einiges, ne? Ne? Kann man so sagen. Eigentlich schade, gespannt. Dass wir nicht den Sack zugemacht haben. Obwohl, haben wir nicht jetzt 200 Credits gekriegt für den Sieg, ne? Ja, ich habe auch 200 Credits gekriegt. Ja, gut. Und 5000 Punkte, ey. 5 ja. Fucking 1000 Punkte. Sehr mal sehen. Geil. Wir warten noch einmal kurz das Score ab, oder? Das Scoreboard. Ja. Komm, und dann mal umdrehen wir ab. Also, ihr seht, es ist echt spannend und viel Teamarbeit gefragt. Ja. Und mein, ey, guck mal hier, Kill-Death-Rate, ne? 13:0. Ist ja nicht so schlecht, ne? Ja. So ist es. Ich bin auch kein Mal gestorben und das ist echt wirklich als Tactical was Besonderes. Also, das ist Dreadnought für den ersten Eindruck. Ihr werdet noch ein bisschen mehr davon sehen. Wir machen das nämlich quasi als unsere Freizeitbeschäftigung, Wiesen, oder? Kann man so sagen? Heimlich machen wir das und das ganze Chor macht's auch. Ist echt so Flächenbrand geworden, würde ich sagen. Genau. Bleibt also dran und verfolgt uns weiter. Auch für Dreadnought könnt ihr hier noch ein bisschen was gewinnen dann und vor allem dann eben natürlich an unserem Jubiläums-Livestream mit den 10k. Da geht's dann natürlich richtig ab. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, bleibt dran, abonniert den Channel, liked oder disliked die Episode, schreibt uns ein paar nette Kommentare und schaut vielleicht mal bei Patreon vorbei, wenn ihr das wollt. Weezen, lass uns zusammen verabschieden mit einem 3, 2, 1 und see you on the flight deck! In diesem Fall bei Dreadnought.